30 cm vor einer Bikonkav-Linse mit Brennweite 15 cm befindet sich ein 5 cm hohes Objekt. Frage: Wie weit von der Linse entfernt befindet sich das Bild und wie hoch ist es? Hier die Angaben. Der Abstand P zwischen Linsenmittelpunkt und dem Objekt AB beträgt 30 cm. Die Brennweite F beträgt 15 cm und die Höhe H vom Objekt beträgt 5 cm. Das Ganze ist hier im Maßstab eingezeichnet. Gefragt werden: Die Distanz P' zwischen dem Linsenmittelpunkt und dem Bild sowie die Höhe H' von diesem Bild. Wir drücken beide Größen in Zentimeter aus. Der Parallelstrahl, der von B ausgeht, wird durch die Linse so gebrochen, dass seine Verlängerung zur anderen Seite diesen Brennpunkt F1 enthält. Der Mittelpunktstrahl, der von B ausgeht, der wird nicht gebrochen durch die Linse. Und da, wo dieser Mittelpunktstrahl sich mit dieser Verlängerung schneidet, da befindet sich das Bild A', B'. Diese zwei Dreiecke A, B, C und A', B', C sind ähnlich. Und daraus können wir zum Beispiel schließen, dass klein geteilt durch groß dasselbe ist wie klein geteilt durch groß. Also hier klein H' geteilt durch groß H gleich klein P' geteilt durch groß P. In dieser Gleichung können wir H und P durch die bekannten Werte ersetzen. Diese Gleichung können wir mit 5 multiplizieren. Und jetzt setzen wir noch diese 6 links rüber. Somit erhalten wir diese Gleichung, die wir gewohnterweise in diese Form umschreiben. Diese Gleichung halten wir hier oben fest. So. Somit haben wir eine Gleichung, die diese zwei Unbekannten H' und P' enthält. Wir brauchen noch eine zweite. Und die finden wir durch diese zwei Dreiecke C, D, F1 und A', B', F1. Diese zwei Dreiecke sind ähnlich. Woraus wir zum Beispiel schließen können, dass klein geteilt durch groß dasselbe ist wie klein geteilt durch groß. Also klein H' geteilt durch groß, dieser Abstand zwischen D und C, das ist die Höhe H vom Objekt AB, also geteilt durch H, gleich klein, diese kleine Seite F1 A', das ist die Brennweite F minus die Distanz zwischen C und A', das heißt P', daher F minus P', geteilt durch groß und der Abstand zwischen C und F1, das ist die Brennweite F der Linse. In dieser Gleichung ersetzen wir H und F durch die bekannten Werte, somit erhalten wir diese Gleichung, die wir sofort beidseitig mit 5 multiplizieren. Jetzt brauchen wir nur noch diese 3 links rüber zu setzen, wo sie multiplizieren wird. Und dann schreiben wir diese Gleichung noch in gewohnter Form, indem wir dieses minus P' auch noch links rüber setzen. So erhalten wir diese Gleichung, die wir hier oben festhalten. Diese zwei Gleichungen mit den zwei Unbekannten P' und H'
bilden dieses Gleichungssystem, das sehr schnell per Hand gelöst werden kann. Die erste Gleichung besagt, dass P' gleich 6H' ist, also können wir in der zweiten Gleichung P' ersetzen durch 6H'. So finden wir sofort, dass 9H' 15 ergibt. Man hätte auch die zwei Gleichungen einfach addieren können. So finden wir auch sofort, dass 9H' 15 ergibt. Also ist H' gleich 15 Neuntel. Das heißt, dass H' 5 Drittel ist. Und das macht 1,6 Periode. Das heißt ungefähr 1,67. Dann findet man P' durch diese Gleichung. P', das ist 6H' und 6 mal 5 Drittel, das macht 30 Drittel, also 10. Somit haben wir also herausgefunden, dass die Höhe H' vom Bild ungefähr 1,67 cm ergibt und der Abstand zwischen dem Linsenmittelpunkt und dem Bild beträgt 10 cm. Diese zwei Antworten sind durch diese Zeichnung bestätigt, weil die Zeichnung ja im Maßstab gezeichnet wurde.